Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Schwarze Filmdose in Time. Und heute besprechen wir das wunderbare Jahr 1993. Und das ist auch genau die Gradzahl hier auf unserem wunderschönen Drehdachboden in Fahrenheit. Ja. Ist das eigentlich weniger oder mehr? Fahrenheit ist immer mehr. Na gut, okay. Aber nicht immer das Dreifache, sondern ganz komisch gestaffelt. Und wegen dir werden wir hier verrecken und am Boden liegen und ihr werdet es live miterleben. Dann fangen wir jetzt am besten gleich an. Willst du den ersten Film machen heute mal? Ja, ich musste ganz ehrlich feststellen, dass so dass der High-Class-Movies war es jetzt nicht unbedingt das. Ja, aber es sind doch, es kam schon ein paar durchgelunzte Kultdinger dabei, habe ich gemerkt. So ist es, ja. Und zwar zum Beispiel... Soll ich jetzt anfangen? Ja, gut, fangen wir mal an mit Addams Family 2 in verrückter Tradition. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, dass du damit anfangen willst. Ja, das ist am sinnlosesten für das Ganze und ich fand den gut. Ich weiß noch nicht mal, was in Addams Family 1 passiert ist, ehrlich gesagt. Und das hast du letztes Mal, glaube ich, auch nicht erzählt, außer dass... Da ist so eine verrückte Familie, weißt du? Wednesday. Ja, Wednesday. Die wolltest du knallen. Mehr ansonsten hast du nichts darüber erzählt. Mehr muss man darüber auch gar nicht wissen. Gut. Aber Christopher Lloyd macht mit und deswegen ist er sowieso. Ja, als, wie heißt der denn nochmal? Onkel Fester. Onkel Fester, genau, der mit den Glühlampen. Ja. Okay, ja. Und jetzt? Ja, nix, jetzt kannst du das. Wollte ich ja nur mal erwähnen, dass er existiert. Entschuldige bitte. Das fängt ja schon mal gut an. Okay, gut, dann habe ich hier nämlich... Boah, es ist hier so fucking heiß, ey. Needful Things in einer kleinen Stadt. Ja, den habe ich auch. Mit Max von Sydow, Ed Harris und natürlich mal wieder nach einer kleinen Kurzgeschichte nach unserem allseits beliebten Stephen King, ja, der da ja gerade so in der Zeit echt einen Lauf hatte. Wobei, es gibt ja Stories von ihm, wo man denkt, was soll denn der Mist? Und es gibt Stories von ihm, die sind einfach super. Und das gehört mit einer zu der Stories, die ich so genial finde. Ich darf das mal kurz erzählen, ist weil... Gerne. Wir müssen das hier ganz schnell über die Bühne bringen, sonst zerfließen wir. Ja. Es ist ganz einfach, das macht ein kleiner Laden in einer kleinen Kleinstadt auf namens Castle Rock, wie sie übrigens fast alle heißen in Stephen King Film. Und in diesem Laden gehen Leute hinein oder gehen am Schaufenster vorbei und sehen etwas, was sie total an ihre Vergangenheit, meist Jugend, erinnert. Und die gehen rein und sagen, ich muss das haben. So eine coole College-Jacke irgendwie, genau, die er sich immer gewünscht hat und bekommen. Und dann sagt der Besitzer, und der ist halt auch total Leland Gaunt, der Besitzer, und alle sind total nett, und er, weil er auch so nett und zuvorkommend ist und sagt, sie können die Jacke haben. Nicht für Geld, sondern für einen kleinen Gefallen. Und damit spielt er die ganze Kleinstadt gegenseitig aus. Er bringt den Hund von der um, sie denkt an sie, wäre es gewesen. Und irgendwann fängt ein mega Aufstand in der Stadt an und alle bringen sich gegenseitig um. Und der ganze Gag der Story ist einfach, dass er eine Art Dämon ist, der von Stadt zu Stadt zieht und die Leute nicht gar der Teufel selber, das weiß man nicht so ganz genau. Ich bin eher für die Theorie des Dämons. Sehr geil. Und der Sheriff, gespielt von Ed Harris, rennt rum und versucht halt den Leuten zu sagen, er lebt von unserer Angst und Gier und Hass und so weiter. Und am Schluss sagt er halt, ja, ganz nett, ein paar Todesfälle, aber nichts Besonderes. Und dann erzählt er so, was passiert ist und auch so, übrigens, ich werde ihren Sohn treffen im Jahr 2023. Ein schöner, sonniger Tag. Ja, auf sowas stehe ich. Der ist wirklich gut. Also, ja, der ist echt richtig gut. Ja, was fällt mir dazu noch ein? Also dieser kleine Junge mit der Baseballkarte, der da bei der einen komischen Kampflesbe da die Fenster einwirft, ja, und richtig, genau, dann bringt die noch eine andere um, mit der sie Stress hatte und weil sie denkt, die wäre das gewesen und solche Sachen. Das Coole dabei ist wirklich, wie er schon sagte, dass sich die Leute so, er die Leute gegeneinander ausspielt. Ja. Und das ist einfach cool zu sehen. So, das ist so fast wie so ein bisschen Game of Thrones in Castle Rock und ohne Drachen und so. Ja, weiß ich nicht. Gut. Okay, ich auch nicht. Ja, so, nee, ich bin dran. Ja. Du Lutschpenis. Dann hau raus. Kennst du noch den Film Captain Ron? Der ist mit... Das sagt mir irgendwas. Pass auf, Martin Short fährt mit seiner Familie, chartert ein Boot. Ja. Zusammen mit, wie heißt der Penner noch hier, der von Snake Plissken. Ja. Der hat auch, glaube ich, eine Augenklappe und das ist Captain Ron. Mm. Und der nimmt dann die ganze Familie ein, die ist dann gegen den Vater und sagt, ja, komm, alles ganz cool, Mister. Und dann legen die an irgendeiner Insel an, seine Tochter dreht durch. Ist eine Komödie, so eine typische, hätte gut in die 80er gepasst. Ist so ein Klamauk-Film, ist ganz so ein bisschen nett, wie Kap der Angst, nur als in lustig. Ja, okay, alles klar, gut. Kap der Angst hatten wir ja letztes Mal, glaube ich. Und ist Ghostbusters auch wie Kap der Angst? Nur ganz anders. Also nur mit Geistern. So, aber sonst genauso. Ja, was habe ich noch so? Ja, nehmen wir doch mal was Schönes, und zwar Loaded Weapon. Wo wir gerade. Ist auch ein bisschen wie Kap der Angst. Ja, ist nur lustig eben. Ich will dir ja keine Angst machen, aber mir dreht es gerade schön im Kopf. Ah, Scheiße.
Jetzt ohne Kack? Ja. Ja, mein Bier ist auch schon total warm geworden, obwohl ich das gerade aus dem Kühlschrank geholt habe, ohne Kack. Oh, wir können hier nicht sitzen bleiben, Alter. Ohne Scheiß, wir sterben hier. Oh, da sind Blasen drin. Hey, bei der letzten, das habe ich gesehen, bei der letzten, hier, was sagt ihr, Saunameisterschaft. Die findet ja jede Stadt in Norwegen oder so. Ja. Da sind ein paar gestorben, voll übel. Coole Sache, Mann. Ja, was sind das für Luschen? Die sind ja nicht auf dem Dachboden gewesen. Die wissen nicht, was gut ist. So, okay. Oh. Also, Loaded Weapon. Oh ja. Ja, das ist natürlich eine Klamauk-Komödie, so im Stile von... Grundverarschung von Lethal Weapon. Ja. Ne? Genau. Ja, was kommt denn da drin so vor? Wir hatten, glaube ich, sogar schon mal ein paar Gags irgendwie. Dass das ist ja immer so typisch, die beiden Leute da, die fahren im Auto und dann merken die werden verfolgt und so. Und Loaded Weapon ist das eben so. Wir werden verfolgt und auf dem Rücksitz sitzen auf einmal zwei Terroristen. Ja, auf dem Rücksitz von ihrem Wagen. So. Und dann macht ihr so einen U-Turn und dann gucken die, oh, sind egal. Es ist so bekloppt, ja, aber... Es gibt auch so ein paar schöne Gags, die kann man gar nicht genau erklären. So wie die zum Beispiel, die sind vor dem Haus und wollen ihren Parkschein abgeben oder geben diesen Parkjungen, dieser Parkschein ist ungültig, hier haben sie ein bisschen Geld. Haben sie es nicht ein bisschen kleiner? Stimmt so. Haben sie es größer? Ja, okay. Das ist, der ist jetzt nicht so gut, aber... Ja, zum Beispiel, dass sie beweist, dass sie lügen. Und dann so ein Streichholzschachtel, wo drin steht, you're lying. Oh Gott, ja. Schön finde ich auch, was ist das sagen so? Ja, haben Sie die Frau gesehen? Ja, weiß ich nicht. Ist sie das? Nein, das ist ein Foto von ihr. Und dann rollen sie die Frau, die ist tot, rollen sie die rein so. Ist sie das? Ah, ein bisschen unscharf. Nein, totgelacht. Ja, das sind so Klamauk-Filme eben wie... Ich darf nicht lachen. Top Secret oder so irgendwie. Die Kanone und sowas halt. Sehr sehenswert, auch heute noch zum Totlachen. Ja. Ist übrigens mit Emilio Estevez und Samuel L. Jackson. Und Emilio Estevez, das weiß, glaube ich, kaum jemand. Doch jeder, der sich für Filme interessiert, weiß das. Dass das der Halbbruder, der Cousin von Martin Sheen ist. Weil Martin Sheen heißt nämlich eigentlich auch Estevez mit Nachnamen. Ja, Emilio Estevez, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht genau, das kann sein. Ist auch wohl. Also er ist auf jeden Fall ziemlich südlich angehaucht. Sieht man nicht so, merkt man auch nicht so. Interessiert. Außer, dass er säuft und mit Frauen schläft. Keine Sau, ich wollte gerade sagen. Gut. So, okay. Dann bist du jetzt dran. Ja, das ist, wir müssen ganz schnell dagegen trinken auch irgendwie. Okay, pass auf. Coneheads. Mhm. Ja, nett. Mit Dan Aykroyd. Dan Aykroyd und seine Familie sind irgendwie Außerirdische. Die haben so Kegelköpfe. Die sind da eigentlich auf der Erde abgesetzt gut worden. Gut gemacht ist er ja, ne? Ja, das muss man ja so sagen. Aber die sind ganz merkwürdig. Die machen mal so... Die laufen so ein bisschen mechanisch. Hey, komm, aus Frankreich! Immer so, und keinem fällt das auf. Aber gut, okay. Ja, genau. Ja, worum geht's denn da eigentlich nochmal? Ja, das ist, die sind da irgendwie, um die Welt zu erobern. Dann stürzt das Raumschiff ab und die sagen, oh, wir können euch ja erst in 20 Jahren abholen. Und ja, gut, okay. Und dann machen die dann eine Familie, haben da Freunde. Und dann sind da Alienjäger, die denken, das ist ein Außerirdischer und dann versuchen die ihn zu kriegen und so. Okay, mir rutscht die ganze Zeit die Ja, Kunde ich kann auch gar nicht nachdenken, mir ist unfassbar. Ich könnte ja mal so machen einfach. Oh, geil. Soll ich noch ein paar Scheinwerfer zusätzlich anmachen? Ja, Scheinwerfer sind eine tolle Idee. Okay, ja, für Polysemia vielleicht so, wenn ich jetzt Geldscheine hätte. So, okay, Coneheads hattest du. Ja, wolltest du dazu noch was sagen? Eigentlich nicht. Ganz netter Film, aber... Ja, ich habe ihn einmal gesehen und fand ihn nicht besonders lustig. Und da war ich noch ziemlich klein. Also so... Ja, jung. Wegen meiner komischen Hormonumstellung habe ich ganz fiesen Körpergeruch. Ich wollte es dir nur sagen. Mich macht das irgendwie geil. Ja? Genau wie das zweite Gesicht. Und da spielen nämlich zwei kleine Jungen mit. Und zwar Elijah Wood und Macaulay Culkin. Der ja in Ach, der da Zeit erzählst du immer so, was von, ja? Ja, ich erzähle auch immer ganz gerne was von, weil das ist so ein Thriller vor allem, ne? Es ist keine Thriller-Pfeife, Thriller sondern der in Manila. Ist ziemlich gut eigentlich. Also Elijah Wood spielt so einen Jungen, dessen, ich weiß es nicht mehr, das ist schon ganz schön lange her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, beide Eltern sterben oder nur ein Elternteil und der andere ist überfordert. Auf jeden Fall kommt er zu Onkel und Tante irgendwie und zu seinem Cousin. Und der Cousin ist Macaulay Culkin. Und das ist eine ist richtig wirklich kleine, so? Miese Mistbratze. Ja, das ist in Wahrheit nicht so. Doch. So, auf jeden Fall ist es eine richtig kleine, miese Mistbratze. Und der ist richtig aggressiv und richtig, also der Teufel in Kindergestalt sozusagen. Ne? Und der dreht das auch immer so hin, dass er überhaupt nicht schuld ist. Und seine Mama liebt ihn, ist ja schließlich ihr Sohn und so. Und die muss erst so nach und nach richtig fies rauskriegen, dass nicht...
der Cousin, der da jetzt zugezogen ist, das Problem ist, sondern ihr eigener kleiner Sohn Macaulay Culkin, der Teufel in Kindergestalt. Und das zieht sich ganz schön durch. Das ist auch richtig fies, weil der ihm auch immer so Fallen stellt und so, und dass er dann doof dasteht oder die kleine Schwester doof dasteht. Weißt du, jetzt stehe ich total doof da, weil ich habe ja total was vergessen am Anfang, ja? Was denn? Ja, erstens drehte Siegfriedi solche schönen Filme. Toll, dass du jetzt damit kommst. New Wave Hookers 3. Dann solche Filme wie Sex und Sex 2, ohne Scheiß, das ist wirklich so. Und mein Lieblingsfilm in dem Jahr von ihm ist Seymour Butts and His Mystery Girls. Seymour Butts! Alter, ey, wie gern wäre ich in dem Jahr in der Pornobranche gewesen. Hätte mir nur Pornotitel ausgedacht oder so für Klappentexte, die ohne Texte. Scheiß. In dem Jahr mussten wir Leute beerdigen wie Audrey Hepburn. Musste ich nicht, ich war gar nicht. Ferruccio Lamborghini. Ja, natürlich. Jane Austen, die Schriftstellerin, und ganz persönlich, das finde ich auch wirklich sehr schade, River Phoenix. Entschuldigung. River Phoenix stand in dem Jahr. Und ich weiß sogar wie. Und zwar durch einen Magic Ball, nennt man das, glaube ich. Das ist eine Mischung aus Kokain und Heroin. Was er sich so reingeballert hat und starb in den Armen seines Bruders Joaquin Phoenix vor dem Club, der Johnny Depp gehörte. Aber 93 kann das sein? Das war 93, weil der hat doch erst vor kurzem, also vor kurzem hatten wir doch erst, also ich meine, du weißt ja, in einer der letzten Folgen hatten wir doch erst Stand By Me, da war ja, der doch vielleicht gerade mal so. Ist 5 Jahre. Da war der auch gerade mal vielleicht 12 oder 13 oder sowas, oder? Das ist aber auch schon lange her, das ist lange her. Mit wie vielen Jahren starb der eigentlich? 19, 21? Irgendwie sowas. Viel zu jung, er war gut, er war also ein guter Schauspieler. Also er kam nicht in 27 Club, das weiß ich. Also da war und er noch vor zu jung allem, für. Am Schluss flaute das auch so ein bisschen um ihn ab, vielleicht auch deswegen der ganze Kram. So, pass mal auf, mir ist es, ich gehe hier hatte tot. Hatte scheinbar noch genug Geld ich für Drogen. Ich gehe hier richtig kaputt, ich werde jetzt nur mal Junge, die Super Dinger. Junge, du musst hier ein bisschen zufächeln einfach. Ich fächel dich gleich schon. Was zu. Ich, hier, gut, komm mal her, das ist super. Dann gehen wir einfach weiter. Mein Lieblings-Action-Film ever and ever and ever ever and ever ever and ever ever ist Demolition Man. Ja, den habe ich natürlich auch, ist ja logisch. So, was passiert in dem wunderbaren Film? Wer heißt er nochmal in dem Film? John Spartan. Alle genau. Coolen der Filmgeschichte heißen John. Und jetzt läuft ja auch noch die Salzsuppe in den Augen. Das ist ja richtig übel, ey. Oh, ja, das machen wir alles für euch. Also John Spartan jagt River Phoenix. Nein, der ist zwar auch Phoenix mit Nachnamen, aber ich weiß nicht mehr, wie er mit Vornamen Simon heißt. Simon Phoenix. Simon, natürlich. Simon sagt, stirb! So, ganz genau. Der ist so geil. Den jagt er und ja, ist eben Sylvester Stallone. Also, es ist die Zukunft. Dieser Film ist einfach geil, weil die Zukunft so pervers geil umgesetzt ist. Aber die nahe Zukunft. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, damals 20 Jahre in der Zukunft gewesen. Ja, gute oder Frage. Oder also es ist ein Film auf jeden Fall, den man sich auch heute, das ist ein Actionfilm, der ist seiner Zeit auch voraus gewesen, so wie Terminator. Und der ist nee, super. Der war sogar 50 oder 60 Jahre eingefroren. Kann das sein? Nee, die sagt doch immer so, für einen 80-Jährigen sind sie noch ganz gut ja, drauf. Ja, oder sowas, ja, irgendwie sowas, oder? Er wurde verurteilt zu 70 Jahren Cryo-Vollzug, aber die haben ihn ja schon nach 35 oder so wieder aufgetaut. Das müsste irgendwie sowas. Irgendwie 2023 oder so, irgendwas in der Richtung. Also, er jagt den Bösen, die werden beide irgendwie geschnappt und der Böse hängt ihm auch noch irgendwie das an, dass die Geiseln gestorben sind. Also werden die beide in Cryo-Knast gesteckt, das heißt beide eingefroren. Was auch so viel bringt, ne? Aber dann Simon Phoenix wird dann irgendwann wieder aufgetaucht. Vor allem aufgetaucht und haut dann ab. Das Blöde ist nur, dass Simon Phoenix so ein ganz altmodischer Kerl ist, ne? Der schießt gerne und bringt Leute um und so, aber Morde gibt es in der Zukunft gar nicht mehr. Ja, die sind immer voll verblufft. Totale Glattgespülte. Es ist ein 187 passiert. Ein was? Was ist das denn für ein Code? Genau, gucken wir nochmal in den Memoiren nach. Also ein Mord, vorsätzlicher Death, Murder, Kill. So, Murder, Death, Kill. So, jetzt haben wir alle Situation durch. Auf jeden Fall sehr, sehr lustig das Ganze. Ja. Und ja, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal eine schwarze Karte gemacht. Ja, ich glaube auch schon zu Genüge. Also, wenn ihr den noch nicht gesehen haben sollte, dringend angucken, weil der ist wirklich overporn. Also, er ist einfach unterhalten. Ja. So, was hast du noch, Penner? Oh, ich habe so einiges noch. Oh so Gott. Hier. Ich hol mir jetzt ein Bier, das hält sich aus im Arsch. Alter. Genau, Simon Phoenix wurde ja gespielt von Wesley Snipes. Und mit Wesley Snipes gibt es auch einen wunderschönen Film. Was ist das schön kühl drauf? Ja, na, da gehen wir gleich wieder hin. Nee, wo wir hier fertig sind. Nee, ja, deswegen machen wir jetzt ganz schnell so. Ja. Meine Güte. So, von wem wurde der denn gespielt? So, okay, also Wesley Snipes spielte damit Sean Connery. Ah, und zwar die Wiege der Sonne. Der Sonne. Ja. Den habe ich letztens erst gesehen. Ich finde den doof. Erzähl mal. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den das letzte Mal vor 10 Jahren gesehen, ich kann es dir nicht sagen. Es ist unfassbar. Durch die Hitze ist meine Brille kaputt gegangen. Wirklich?
ihr wart live dabei, die Brille ist kaputt. So Leute, so macht man mit Papier einen Bierdeckel auf. Ja, das könnte ich jetzt wahrscheinlich sogar mit meiner Sacknaht machen. Das ist so labbrig und könnte ich sowas von falten. Was hattest du jetzt gesagt? Nein, tatsächlich, meine Brille ist kaputt gegangen, jetzt ohne Scheiß. Ja, ist einfach weggeschmolzen. Nach 4-5 Jahren Polysemia kann das ja auch mal passieren. Das ist so eine Temperatur, wo auch Kerzen schmilzen würden. Das ist so eine geile Sache. Wir haben früher auf unserem Dachboden von unseren Eltern, weißt du noch? Da war ja auch so, da hat mega erhitzt und da haben wir immer Track and Field gespielt, Chris und ich. Immer dieses... Und die Kerze über den Fernseher rübergeschmolzen. Wir saßen... Das kannst du dir ja vorstellen, wie heiß das da oben gewesen sein muss. Ja, lass die Kerze schmelzen. Ich glaube, ich weiß, ich will gar nicht wissen, was ihr da gemacht habt. Aber das müsste auch so 93 gewesen sein. Ja, das stimmt. Okay. Ja, gut. Ja, die Wiege der Sonne ist so irgendwie so ein Thriller irgendwie. Also da ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. In so einem Hochhaus wird so eine Tussi umgebracht bei so einer Feier von irgendwelchen japanischen... Ja, genau. Er wirkt, glaube ich, ne? Ja. Und dann sollte das so ein autoerotisches Würgen gewesen sein. Ja, ja. Soll das eher ein Sexunfall sein und so. Und dann kommen die da drauf, das war eine Verschwörung, bla bla bla. Es ist wirklich ein sehr schöner Thriller. So, okay. Was hast du noch? Schweiß, ja, ich sehe schon. Mhm. An der Stirn. Leute, das ist ja abartig. Erzähl mal. Ich habe hier noch Dennis. Ach ja, genau. Der Schauspieler war Walter geil. Walter Matthau. Mit Walter Matthau, als er noch am Leben war. Ja, ach Quatsch jetzt. Tot. Hat er, glaube ich, auch Filme gemacht. Ja, viele Frühling und sowas. Ja, genau. Nee, geiler Film. Das ist ein Film, dass wenn er kommt, dann gucke ich ihn, weil der ist lustig. Er ist wirklich lustig, er ist gut gemacht. Gerade Walter Matthau macht einen super Mr., wie heißt der noch? Ich habe keine Ahnung. Ich bin sowas von aufgehitzt. Ja, du wolltest doch hier, du wolltest. Jetzt ziehen wir das auch durch. Ich habe nämlich einen scheiß Rücksicht drauf. Jetzt ziehen wir es nämlich durch. Ich bin Handwerker, Digga. Ich bin jeden Tag in dieser Scheißhitze. Gottes Willen, die Scheißbrille. Das ist ja unfassbar. Muss ich die jetzt reparieren? Ist das erste Mal, dass hier eine Brille kaputt geht? Jetzt mach weiter. Ja, aber nicht die. Das ist meine Lieblingsbrille. Ja, so viele Jahre Polysäme hat sie dann doch nicht überlebt. Die ganzen schlechten Gags haben sie auch irgendwie weich gemacht. Ja, haben sie weich gemacht. Sie ist weich gemacht. Die Drecksau. So, ja, du bist dran. Oder wolltest du noch irgendwas über Dennis sagen? Nee, ich wollte noch ganz kurz was sagen über Überleben. Überleben? Ist das nicht dieser Film, wo die alle im Eis einstürzen oder abstürzen? Und ganz so? Genau. Eine Footballmannschaft oder irgendwie irgendeine Sportmannschaft. Ich weiß gar nicht mehr. Oder was, Rugby. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Warte mal, vielleicht steht das hier sogar. Eine uruguayische Rugby-Mannschaft. Ja, stimmt, natürlich. Eine wahre Begebenheit, ne? Ja, das ist eine wahre Begebenheit. Die fliegen alle mit dem Flugzeug, Alter. Fliegen über das Eismeer und keine Ahnung, wollen irgendwo hin. Nach Island oder irgendwas und dann stürzen sie ab. So. Und das Problem ist, einige sterben dabei und die Hälfte bleibt am Leben. Ja, genau. Und die haben eben nichts mehr zu fressen. Ist das diese schöne Szene? Die fressen irgendwann die gefrorenen Leichen auf. Das erinnert mich immer an die Simpsons-Folge da. Dieses Überleben, guckt sie dann. Und dem Flugzeug verdanken wir, dass wir alle noch leben. Und das kann man wohl sagen. Hast du doch einen Lappen von den Co-Piloten? Ja, genau. Das wurde auch schon mal verarscht. Ich meine, Simpsons wurde schon alles mal verarscht. Ja, das ist allerdings. Aber das ist wirklich ziemlich krass. Also, weil es ist ganz normale Leute, die freuen sich so, die fliegen mit dem Flugzeug, dann kommt eben dieser heftige Absturz. Das ist ja schon eine ganz schön krasse Sache. Und dann kriegen sie eben Hunger und wissen nicht, was sie machen sollen. Dann werden sie zu Kannibalen. Manche kotzen dann und können nicht bei sich behalten und sterben dann dadurch und so. Und die anderen sind eben ein bisschen härter und ein bisschen krasser drauf und machen das, ziehen das einfach durch und überleben dann. Es gibt ja, das Thema ist ganz interessant. Es gab da damals 1907 oder sowas, so ein Präzedenzfall, wo da noch keiner mit umgehen konnte. Das war, wo diese drei Leute auf dem Schiff saßen, auf dem Meer. Und der eine war todkrank und schwach. Und dann haben die aber auch gesagt, als er gestorben ist, ja, was machen wir jetzt? Wir sterben hier. Und dann haben die angefangen, sein Blut zu trinken, ihn zu essen. Dann, als der andere so schwach wurde, wollten die den auch gerade essen. Und dann wurden sie gefangen. Und dann kam es aber vor Gericht, weil das ist ja nun mal, da gab es keine Gesetze für und nichts. Und dann hat der Richter gesagt, wir müssen hier ein Exempel statuieren, deswegen ist das jetzt verboten. Und die haben die verurteilt, damit das nicht wieder vorkommt. Aber was willst du sonst machen? Sonst wären sie alle drei tot gewesen. Eben, ganz genau. Das ist der Überlebensinstinkt. Apropos Überlebensinstinkt. Ich werde jetzt mal was tun, was ich normalerweise in diesen Videos nicht mache. So, weil er... Jetzt ist sie ganz kaputt. Ja, jetzt ist sie ganz kaputt. Ja, hat ja auch keinen Sinn mehr. Das ganze Ding ist geschmolzen. Oh, dann muss ja für die neuen Polysemia... Jetzt müsst ihr mal mit meinen Augen leben. Es tut mir leid. Jetzt musst du ja die neuen Polysemia-Folgen mit der neuen Brille verbringen. Ja, das kriegen wir hin. Falls ihr zuguckt, schickt mir bitte eine Brille so wie die. Das war so eine Art Pilotenbrille, so ein bisschen wie bei Top Gun damals. So eine hätte ich gerne wieder. Schickt sie bitte an...
da kommt das Problem. Wir wollen nicht, dass ihr wisst, wo wir wohnen. Weißt du, was das Gute ist? Schickt sie an Torben, der wohnt in Oldenburg. Ja, das Gute ist an der Hitze, dass das so die Nasenmembran leicht betäubt und so man keine Gerüche mehr richtig wahrnehmen kann. Das finde ich einen unheimlichen Vorteil gerade, gerade wenn man neben dir sitzt. Das ist vollkommen richtig. Ich rieche immer gut. Du riechst so ein bisschen nach Patchouli. Ich habe auch, obwohl ich Handwerker bis zum Abwinken bin, meine Füße stinken nie, grundsätzlich nie. Geil. Jetzt so, kommst du, okay. Digga. So, nee, jetzt kommst du. Ja, richtig. Ich habe hier noch, pass auf, ein Film, der in den USA ein ziemlicher Flop war, in Deutschland aber doch einige Berühmtheit erlangt hat und den ich auch jedes Mal wieder gucke, weil der cool ist, und zwar Last Action Hero. Natürlich. Finde ich auch total super, besonders diese eine Folge, Szene, wo der Bösewicht sagt so, ja, haha. Also der hat die so in die Ecke getrieben und so und der Bösewicht so, ich bin doch nicht so bescheuert, um euch meinen Plan zu erzählen, bevor dann, nicht, dass ihr euch noch retten könnt und so, den Fehler mache ich nicht so. Oh. Ja. Wir sind hier in der Wirklichkeit, hier muss man nachladen. Ich weiß, deswegen habe ich eine Kammer freigelassen. Bam! Die Story ist mega kitschig, also die ist wirklich blödsinnig. Da ist ein Junge und der ist voll der Fan von Jack Slater. Also das ist eine Filmfigur, es ist Arnold Schwarzenegger und er weiß auch, es ist Arnold Schwarzenegger, spielt Jack Slater in einem Kinofilm. Und dann schleicht er sich rein und kriegt so eine goldene Eintrittskarte von dem Typen, der da arbeitet. Und die funktioniert und er wird in den Film reingesaugt. Er sagt, scheiße, das ist Arnold Schwarzenegger, geil. Mein Kleiner, was meinst du für eine Scheiße? Weil für die ist das ja alles Film. Und dann taucht eine Zeichentrickkatze auf und für die ist das alles völlig normal. Dann so, Mann, ich hab einen Beweis, dass das hier ein Film ist. Da ist eine Zeichentrickkatze. Und Ani, was? Der war jetzt seit 2 Tagen nicht bei der Arbeit, für Zeit, dass er wiederkommt. Ja, hallo! Ja, das ist, ja, genau. Es ist halt kitsch, also die verarschen sich selber. In einen typischen Actionfilm der 90er Jahre reingesaugt, aber von mir aus der 80er, so Klischees sind da drin. Ja. Und da, die werden auch ordentlich durch den Kakao gezogen. Ja, ist witzig. Die verarschen sich halt selber, so typisch, er muss nie nachladen, keine Kugel trifft ihn und dann ist er, ah, er hat nur eine Fleischwunde, obwohl das ganze Gebäude in die Luft geflogen ist. Und das passiert auch immer in den Filmen und für ihn ist das halt ganz normal für die Filmfiguren. Und irgendwann kommen die dann eben zurück in die, also der Bösewicht in dem Film merkt dann auch irgendwann, warte mal, ich bin in dem Film und es gibt eine Wirklichkeit, da will ich hin. Und dann landen die auch alle in der Wirklichkeit und dann dreht sich das natürlich richtig übel um zugunsten des Bösewichts. Ja, und vor allem, da gibt es dann natürlich auch Arnold Schwarzenegger, der zu seiner eigenen Filmpremiere geht und dann sagt er, dann trifft er diesen Jack Slater, der ja nur in dem Film ist und ey Mann, du siehst genau aus wie ich, willst du nicht irgendwie Stunt-Double von mir werden? Mann, Alter, ich mag dich nicht, okay? Und auch diese schöne, da schreibt dieser Junge was auf und sagt, Arnie, hier, sag mal das. Kleiner, werd erwachsen. Also, ja, du kannst es nicht sagen. Und warum? Weil der Film ab 16 ist. Ja, ja, genau. Und es diese 555. So, ja, sagen wir mal, haha, 555. Das sagen sie in jedem Film. Warum? Weil es die 555 nicht gibt. So, darum haben wir ja Vorwahlnummern, Kleine. Ja, ganz genau. Das ist so geil. Und dann diese, es gibt diesen Film mit dir. Ich zeig dir, dass es ihn gibt. Dann rennen die in die Videothek. Ja, Terminator. Und dann steht dieses Terminator-Cover nur, dass Sylvester Stallone da drauf ist. Ey, Mann, das bist du. Was willst du mich verarschen? Das ist dein bester Film. Ja, ja, genau. Er ist schon nicht schlecht. Es ist schon ganz geil. Also auf jeden Fall ist es auch der Film mit einer der meisten Cameos überhaupt, weil auf dieser Filmpremiere so viele echte Schauspieler rumlaufen, die sich selber spielen. Da macht Sharon Stone in so einer 3-Sekunden-Sequenz mit. Sie steht da nur, macht sich eine Zigarette und geht weiter. Und er sagt, hast du die gerade gesehen? Hey, wir sind hier in Miami, laufen immer solche Frauen rum. Ja, schönes Ding. Könnte man sich mal wieder angucken. Ja, ne? Ja, das war die Komödienphase von Schwarzenegger und Stallone, wo die beide gute Filme gemacht haben im Komödienfach. Ja, ja. Danach wurde es dann eher ein bisschen übel. So, okay, was hast du noch? Ach, das war meiner. Das war deiner, ja. Du bist schon völlig vernebelt, Alter. Nein, aber ich hatte den auch hier gerade aufgeschlagen, deswegen. Ich habe aber auf derselben Seite noch einen wunderschönen Film, und zwar mit Michael Douglas. Ein Joel Schumacher-Film. Ja. Du weißt vielleicht, welchen. Den habe ich nur einmal gesehen, aber der hat sich bei mir ins Gedächtnis gebrannt. Falling Down. Ein schöner Tag oder irgendwie sowas. Zum Sterben und so. Nein, Quatsch. Ein ganz normaler Tag. Richtig. So. Ich kann mich noch sehr gut an den Anfang erinnern. Dieser gute Mann, Typ Michael Douglas sitzt im Auto, ich glaube im Cabrio oder sowas, und ärgert sich tierisch, dass er mal wieder im Stau steht. Und dann steigt er aus und geht einfach weg. Und dann trifft er, dann geht er, glaube ich, in diesen... Erzähl du mal, ich wollte gerade sagen. Es ist so, man weiß erstmal nichts von ihm. Er ist ein ganz normaler Bürohengst, der sitzt im Auto, steht im Stau, dann hupt da andauernd jemand, dann kommt eine Fliege und nervt ihn die ganze Zeit. Es ist schweineheiß, er ist so in Schlips und Kragen und es ist immer übler und er wird immer sauer, man merkt das auch, wie das, die Wut in ihm aufsteigt. Irgendwann steigt er einfach aus.
So, ne? Es ist so Stop-and-Go-Verkehr, die hinter ihm pupen alle, ey, Assi! Ich mag solche Filme. Ja, ich mag solche Filme, weil die eben so losgehen. Du weißt nichts, es passiert einfach nur erstmal. Ja. So wie auf Shoot 'em Up. Ich mag solche Filme. Ja. So, da geht er los, läuft so ein bisschen durch die Gegend, will sich frei fühlen, denkt man erstmal. Und dann kommt doch irgendeine Straßengang und will ihn ausrauben oder sowas. Ja, ne? Ganz genau. Dann haut er die um, nimmt sich die Knarre, will rein und dann kommt deine McDonalds-Nazi-Szene. Die McDonalds-Nazi-Szene. Die in so ein Fastfood-Restaurant geht und sagt, ich möchte gerne hier das Frühstück. Frühstück gibt's nicht mehr. Das gab's nur bis 11. Wir haben es 11.30 Uhr. Wollen mich dort. Nein, das Frühstück gibt's nicht mehr. Und dann dreht er völlig durch. Das ich will jetzt mein Frühstück haben. Ich glaube, es sind sogar die richtigen Uhrzeiten und Scheiß. Das kann sein. Das kann sein. Und dann zieht er die Knarre und sagt, ich will doch nur mein Frühstück haben. Für ihn ist das alles völlig normal. Das ist, also, er dreht immer mehr durch. Er läuft quasi Amok irgendwie durch diese Stadt und will einfach nur nach Hause. Und man merkt dann auch irgendwann so, da läuft noch so eine Kiste. Sein Kind, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Tochter, ich glaube, war eine Tochter, hat Geburtstag. Ja, richtig, und die Mutter sagt zu ihm, du weißt doch, was der Richter gesagt hat. Du darfst dich nicht nähern als 500 genau. Meter. Also. So und dann merkt man dann so, okay, alles klar, darum geht's. Er dreht so langsam ein bisschen durch, hat so Aggressionsprobleme. Ja, aber auch genau deswegen, ja. Er darf sich irgendwie seiner Familie nicht mehr nähern, weil er immer öfter solche Ausbrüche hat. Und er will dann trotzdem dieser Familie. Und dann fängt natürlich dann die Polizei an, ihn zu jagen. Und dann kriegt er irgendwie immer mehr Waffen in die Hand. Ich meine, das ist Amerika. Irgendwie kommst du da immer an Waffen, weil er Leute, die wollen ihn immer irgendwann. Er hat doch irgendwann so eine ganze Tasche. Ja, weil diese Typen, die ihn ausgeraubt haben, wollen sich dann irgendwann rächen, wollen so ein Drive-By machen, so genau. Und schießen, während die fahren. Und dann donnern die irgendwo gegen. Und er geht einfach hin, haut dem nochmal so, der da halb aus der Tür hängt, einer in die Fresse und nimmt einfach die Tasche mit den ganzen Waffen. Genau, und irgendwann macht er, oh, da ist eine Bazooka drin. Ja, genau. Das ist so abgefahren. Spielt sich einfach so hoch. Und dieser Film ist richtig geil. Wer sowas mag. Hat auch ein bisschen was von The Fan. The Fan ist zum Beispiel auch so ein Film, den finde ich unheimlich gut. Ja, aber der ist sehr, sehr viel behäbiger. Den mag ich auch gerne. Den gucke ich auch mal ganz gerne. Mal wieder mit Robert De Niro. Mhm. Der ist so ähnlich. Das schaukelt sich auch so hoch. Aber dieser Film ist noch so ein bisschen intensiver einfach. Zumindest hat er das sehr gut gemacht. Das kann man dazu wohl sagen. So, jetzt bin ich dran. Jetzt komme ich bald zu meinem Kult. Man gewöhnt sich langsam an die Hitze, oder? Man akklimatisiert sich leicht. Ja, so sieht's aus. Okay, pass auf. Ich habe hier den ersten Sailor Moon Film, Gefährliche Blumen. Das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist mein voller Ernst. Gefährliche Blumen? Ja, zu der Zeit war ich ein großer Sailor Moon Fan. Gefährliche Blumen kenne ich nur von Blumenkindern. Das hat aber auch nur einen 70er. Ganz bestimmten Grund. War das übel? Zu der Zeit kamen Animes ja immer mehr und mehr auf und ich war schon ein großer Fan davon. Nur man hatte leider so wenig davon. Das Internet war noch nicht so ausgebaut, dass man sich jeden Tag was hätte reinziehen können. Die Videotheken hatten auch nichts. Und dann kamen die Sailor Moon Filme und es machte Spaß, sich diese Art von Zeichnung anzugucken. Klar, es war für Mädchen, ja, es war albern, es war kitschig, aber diese Zeichnung war schön. Es hatte was Künstlerisches. Das hat mich schon damals sehr angesprochen. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, kaum noch. Die sind auf so einem Planeten, da ist ein Böser und diese Blumen und ist wurscht. Auf jeden Fall fand ich das ansprechend damals. Du bist dir aber sicher, dass du hetero bist. Ja, pass mal auf. Es gibt noch immer diese schöne Geschichte, die erzähle ich ganz gerne. Ich glaube, die habe ich aber dir noch nicht erzählt. Ich habe früher mal die Serie geguckt, weil, wie gesagt, es war so mit Mila Nasenhaar und so die einzige Serie, die im Fernsehen lief. Mila Superstar. Es war, glaube ich, eine Dingsbums-Spielerin. Mila kann fliegen wie Fujiyama. Ist ja egal. Das waren so die einzigen Anime-Serien, die es da überhaupt gab. Und Sailor Moon lief auch und deswegen habe ich mir das reingetan. Außerdem habe ich immer gehofft, dass sie mal ihren Rock verlieren. Und deswegen war ich auf jeden Fall hetero. So. Und dann irgendwann habe ich so ein Flyer in die Hand bekommen, wo man diese Puppen kaufen konnte. Und ich dachte, was für ein Kitsch, schlag diesen Flyer auf. Und da drin stand, auch Mädchen brauchen Power. Und ich glaube, ab da habe ich das nicht mehr gesehen. Und Scheiße, das war mir zu viel. Also auch Mädchen brauchen Power. Sliver. Bier der Augen. Ja, das ist ein richtig geiler Film. Der ist mit Sharon Stone, Sliver, William Baldwin. Kennst du den? Ja, ich kenne den. Ja, das ist, also, ich sag mal so. Die haben ja früher immer gesagt, so Sharon Stone. Ich wäre gar nicht besoffen, da schwitze ich alle drauf. Ja, Sharon Stone hat ihre Muschi gezeigt in diesem anderen Film. Wie ist der nochmal? Basic Instinct. Richtig, auch mit Michael Douglas übrigens. Dieser Film war jetzt mit William Baldwin und da sie ja schon mal ihre Muschi gezeigt hatte. Hatten wir den überhaupt Basic Instinct mal besprochen? Wann kam der raus? Ich glaube, der kam noch gar nicht. Schreibt das bitte in die Kommentare. Nein, tut es nicht. Tut es nicht. So. auf jeden Fall ist das so, Alec Baldwin spielt so einen superreichen Typen, das kriegt man erst so nach und nach raus. Der hat einen ganzen Wohnblock quasi, so einen riesen Wohnblock, der heißt auch Sliver, ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Das hat heißt jemand Silver falsch geschrieben. Das kann natürlich sein. Also auf jeden Fall ist der ein totaler Voyeur, hat in diesem Haus auch selber eine Wohnung und da drin so eine Art Überwachungszentrale, geheime, wo der jede Wohnung Kamera überwacht hat und sich das so anguckt wie so eine TV-Show irgendwie jeden Tag.
Und dann fängt Sharon Stone mit ihm irgendwie eine Affäre an. Und da ist aber auch, glaube ich, irgendwie ein Mord passiert und dann... bringt doch immer welche um oder so. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Oder sie. Oder irgend so ein anderer Typ. Ist auch egal. Ist auch vollkommen egal. Echt. Ist ein toller Film, guckt ihn mal. So, jetzt kommen wir mal zu den richtigen Filmen hier. Ja, und zwar, pass auf. Oh, noch drei Stück. City Hunter. Jackie Chan. Ach, hey. Eine richtige Real-Verfilmung eines Anime-Films. Das ist Klamauk. Asiatischer Klamauk bis zum Erbrechen, da sind so geile Gags bei. Ich lach mir den Schwanz dabei ab. Wo ich doch schon europäischen Klamauk überhaupt scheiße finde. Ja, aber der ist super. Der ist so unfassbar gut. Ey, wer noch nie City Hunter gesehen hat mit Jackie Chan, ey, zieht ihn euch in den Arsch. Der ist so geil. Klar. So, wenn ihr schon dabei seid, dann ein ähnlich geiler, lustiger Klamauk-Film, und zwar Schindlers Liste. Ja, der ist super. Besonders die Stelle, wo der erschossen wird. Da hab ich gelacht, wo das Hirn da überall das war so toll. Ich so. Finde, Schindlers Liste ist die wahre Geschichte von dem guten Schindler. Oskar Schindler, der damals im Zweiten Weltkrieg seine Chance sah. Er selbst war nie ein großer Befürworter des Massenmordes oder ähnliches. Industrieller war, ja. Er war ein Industrieller, der seine Chance gesehen hat. Er konnte unheimlich gut mit Menschen umgehen. War dem Alkohol und den Frauen nicht abgeneigt, und das Große und Ganze ist, dass er sich mit Leuten wie Amon Göth sehr gut verstand. Alle sehr hohe Tiere in der Nazi-Zeit. Und als er Lagerkommandant. Der Mann war kein Heiliger. Auf keinen Fall. Der hat von Sklavenarbeit profitiert. Das war ein Arsch. Aber in dem Augenblick, wo es auf Kriegsende zuging und er ein paar hundert oder tausend Arbeiter für sich hatte, hat er alles getan, um dieses Menschenleben zu retten. Das ist etwas, was ich ihm persönlich auch noch sehr hoch anrechne. Für mich ist Oskar Schindler einer der ganz wenigen wirklichen Helden der Geschichte. Man wird es wahrscheinlich nie rausfinden, wie es wirklich war. Also im Film ist es so, er ist ein Großindustrieller, er merkt dann irgendwie die Polen und was weiß ich, anderen Arbeiter, die man da so haben konnte als so fast Sklaven, sag ich mal, die haben ja auch für den Hungerlohn gearbeitet. Er war ein Menschenfreund. Die sind auf jeden Fall viel teurer als Juden einfach so. Die waren in Lagern so, die waren sowieso zur Vernichtung ausgeschrieben. Die waren einfach nichts wert. Und die hat er quasi für einen Appel und ein Ei gekriegt da aus dem Lager, was da in der Nähe war. Aber er hat sich mit denen angefreundet. Hat er einen nach dem anderen dann geholt. Natürlich, er hat sich gewöhnt. Er hat einfach gemerkt, das ist nicht okay, was hier abläuft. Er hat gemerkt, und das sind ja wirkliche niedergeschriebene Dinge, er hat sich so an diese Menschen gewöhnt, dass er merkte, warum erzählen uns die NS eigentlich immer dieses, dass das keine Menschen wären. Das sind genauso Menschen wie du und ich. Und so kam es an seinem Geburtstag dazu, dass er eine Jüdin küsste, worauf er auch im Gefängnis landete. Und ihm war das aber ganz egal. Für ihn war das eine menschliche Tat in dem Augenblick. Wirklich passiert. Ja, seine Kontakte haben ihn dann natürlich ziemlich schnell da rausgeholt. Und dann ging das Ganze lustig weiter. Und dann, als dann klar war, okay, die Achsenmächte, die kommen jetzt und die Alliierten kommen jetzt und machen uns platt. Da hat er... Jetzt muss ich leider fliehen. Tut mir leid, Leute. Aber das hat er ja auch wirklich getan. Er hat ja gesagt, so, es gibt nur eine Möglichkeit. Ich habe so viel Geld, mehr Geld, als ich jemals ausgeben kann. Also möchte ich diese Menschen, die für mich gearbeitet haben, jetzt auch retten. Ich möchte die haben. Und er hat mit seinem persönlichen Geld dafür bezahlt. Weil wären sie im Lager geblieben, wären sie vernichtet. Die wären alle umgebracht. So hatte er sie wenigstens so ein bisschen in seiner Fabrik unter Kontrolle. Und das ist einer der wenigen Filme, die ich immer wieder gucke, weil die Erschießungsszenen unfassbar real sind. Steven Spielberg, von dem der Film ist, wurde auch immer da wieder danach gefragt, willst du nicht noch wieder so einen Film machen, willst du nicht wieder sowas? Und er hat gesagt, Leute, ich habe die Deutschen einmal so krass dargestellt und das ist mir, ich war danach fix und fertig. Ich werde nie wieder die Deutschen so darstellen, wie ich sie in Schindlers Liste dargestellt habe. Und das ist hart. Man muss wirklich sagen, Ralph Fiennes, das habe ich ja auch schon gesagt, der Amon Göth spielt den Lagerkommandanten, das Spiel von dem einen KZ, der Arbeitslager war es eigentlich nur, oder naja, irgendwann wahrscheinlich auch mit Vernichtungslager. Der hat das wirklich so gemacht, dass man ihn gehasst hat. Er war damals noch gar nicht so bekannt. Also Ralph Fiennes, den kannte ich damals, 93, hatte ich ihn vielleicht schon mal gesehen, aber das Gesicht kam mir nur bekannt vor. Ich wusste nicht, wie der heißt, was er jemals gemacht hat. Er hat ihn so übel grandios gespielt. Also das ist wirklich, man hat so einen richtigen Hass auf diesen Menschen gekriegt. Weil der so menschenverachtend dargestellt wurde. Und nur so aus Spaß, so war, er geht morgens. Gut, diese Sache, das wird im Film zwar so dargestellt, dass es wirklich so gewesen ist, wurde ja schon beneint, weil sein Haus niemals einen direkten Blick auf das Lager hatte. Aber er ist halt morgens auf dem Balkon und es gibt auch Originalfotos, habe ich gesehen, wo auf seinem Balkon steht mit seinem Gewehr. Und Amon Göth war in Wirklichkeit viel, viel hässlicher als Ralph Fiennes, muss man sagen. Und dann hat er halt geguckt mit seinem Scharfschützengewehr und ach, guck mal hier, da sitzt einer und arbeitet nicht. Fertig aus, weg die Maus. Das hat er. Fertig aus. Aber dieser Film ist.
einer der ganz wenigen, wo ich am Schluss wirklich todtraurig bin. Wo ich wirklich richtig so... in die Tränen laufen, wo er da am Schluss dieses... Die schenken ja diesen Ring, das ist ja widerlegt, nicht widerlegt, belegt, dass die diesen Ring wirklich gemacht haben. Die haben ihr Zahngold sich rausgebrochen, um ihr eine Freude zu machen, weil die gemerkt haben... Die haben ihr sein Leben zu verdanken. Mit uns gemeint, haben sie in so einen Ring gegossen und da was eingraviert. Wer nur ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt. Den ich heute bis nicht ganz kapiert habe, den Spruch, muss ich ganz ehrlich zugeben, der ergibt keinen Sinn. Egal, aber er war so fertig deswegen... Und das, diese Szene, wo der runterfällt und wieder hochhebt, den habe ich zumindest mal gelesen, das wurde von Augenzeugen dann noch mal so bestätigt, hat der aber so schön nachgespielt, dieses so und Hektik, oh Gott, und dann regt er sich halt auf, oh Gott, dieser Button, der ist aus Gold, dafür hätte ich zwei Menschen gekriegt, oder vielleicht nur ein Menschenleben mehr, er war halt fertig deswegen, und nachdem er nach Argentinien geflohen war, hat er nie wieder so ein Geschäft gemacht, und dann am Schluss des Films, wo die wirklichen Nachkommen kamen von den Menschen, die noch lebten nach diesem Film, und die Nachkommen. Und bis heute hat er Tausenden von Menschen das Leben gerettet. Das ist einfach schön. Das ist, ich finde das sehr schön. Also, doch, durchaus. Sind zwar nur Juden, aber ich fand es trotzdem geil. Ja, war nur Jude. Ist an seiner Alkoholleber gestorben. Ja, ne? Ja. Er hat sich irgendwann Druck gesoffen. Und es gibt, es gab so eine Dokumentation darüber, dass einer von denen, der er gerettet hat, viele, die er gerettet hat, sind auch mit nach Argentinien, weil die wussten ja dann nicht mehr wohin. Und dann gab es einen jungen Juden, den Sohn von jemandem, der ihn gerettet hat, und der sagte immer, Papa, warum gibst du dem Mann immer Geld? Der versäuft das doch nur. Und er hat gesagt, dieser Mann hat mein Leben gerettet. Und wenn er alles von mir verlangen würde, was ich habe, ich würde es ihm geben. Gott, dann du weinst ja. Ach nee, auf Verspieler. Du alte Drecksau. Okay, alles klar. So, dann kommen wir mal zum Schluss hier. Also ich habe jetzt noch täglich grüßt das Mobiltier. Ich weiß nicht, ob man darüber noch groß was... Das ist nur links, Alter. Das ist widerlich, rasiert dich mal wieder. Ja, ne, nee, mach das immer so kurz, grüßt das Mobiltier. Außerdem fängt das den Schweiß da, auf. Muss man da noch was drüber sagen? Täglich grüßt das Mobiltier. Nur eine einzige Sache. Phil? Nee, bam! Gott, jeder kennt diesen Film, jeder liebt diesen Film. Wunderschön. Weiter. Man kann, hier, ich habe übrigens noch ganz vergessen zu erwähnen, dass... Ja, aber du machst ja nicht Free Willy. Nee, dazu wollte ich nur noch sagen, Atemloch durch das Meer. Und ich sage... ein Wal schwimmt hin und her. Ja, Atemloch. Ja, und jetzt kommst du, Arschloch. Jetzt würde passen, schwimmt nicht mehr. Ja. Denn Keiko ist schon lange tot, irgendwo... im Meer. Oder er liegt auf dem Mond, weißt du? Nee, den du haben sie also... Du kennst das ja noch bei South Park. Ja, richtig, mit Wilsieck. Genau. Nee, Keiko starb ja einige Jahre danach, aber er wurde freigelassen. Da war ja eine ganz große Gemeinde. Wahl, das ist der Wal, der Willy gespielt hat. Erkannte man immer an dieser Hängeflosse. Wusstest du, dass wenn man Killerwale in Gefangenschaft hält, hängt die Flosse? Mhm. Bei Freilebenden steht die, das Schwert, immer senkrecht nach oben. Das ist bei freilaufenden Menschen auch so. Okay. Okay. So, jetzt habe ich noch ein paar geile Filme. Den hast du ja schon genannt. So, komm, also Perfect World. Ist das das mit dieser Katze? Nein, das ist Felliday. Nein, Perfect World. Nein, mit der gezeichneten Katze? Nein, mit Kevin Costner. Hm? Was? Den das kennst du nicht? Nein. Um Gottes Willen. Ey, eine Schande auf deine Leber. Ganz einfache Story, ich habe den schon seit Jahren nicht mehr gesehen, aber er war super. Kevin Costner, ich glaube Bankräuber, irgendwas, nimmt so einen kleinen Jungen gefangen, weil es die Möglichkeit... Ah, hab ich schon von gehört, soll ein riesen Flop gewesen sein damals. Oh, der war geil. Und dann nimmt er diesen kleinen Jungen mit und dieser kleine Junge hat irgendwie keinen Vater und so weiter und deswegen freundet er sich schon mit ihm an. Aber Kevin Costner ist ein fieser Wichser. Der sagt halt so, erst merkt er auch, ich verstehe mich ja mit dem Kleinen und dann dieses, scheiße, das darf gar nicht so die Bindung. Und weißt du was, Kleine, halt einfach die Klappe. Und das läuft den ganzen Film über so. Und am Schluss kriegen sie ihn natürlich. Und dieser kleine Junge will nicht, dass die Polizei ihn erschießt und rennt vor ihn und will ihn beschützen. Das ist ein geiler Film. Das ist wirklich ein geiler Film. Kevin Costner in einer seiner Glanzrollen, kann ich da nur sagen. Auf jeden Fall. Der Mann ist super. Und das ist eine sehr gute Rolle von ihm. Ich werde ihn mir nicht anschauen. Lohnt sich aber. Lohnt sich. Auf jeden Fall. Ich werde ihn mir nicht anschauen. Ja, dann machst du auch nicht, du Arschloch. So, dann habe ich jetzt noch den Film. Ich wusste nicht mehr, wie er heißt. Der mit den Dinosauriern? Der mit dem Dinosaurier tanzt. Nein. Ach stimmt, den hast du ja auch noch. Nee, den habe ich aber nicht drauf, weil ich war mir sicher, dass du ihn kennst. Ich habe hier jetzt noch... Was war das? Mein Verstand setzt schon aus. Hitze gemeint. Genau. Ein Film, den Prechtus und ich mal im Fernsehen sahen und uns mega den Arsch amüsiert haben, weil der einfach nur geil war. Wer mal Cujo gesehen hat, kann ich euch nur sagen, Leute, vergesst Cujo. Man's Best Friend.
Grant. Story. Der andere Hundefilm. Mega. Wo der Hund durchflippt. Ja, aber viel geiler. Viel geiler. Es ist so, da ist so eine Reporterin und die redet über Hunde, die gefangen sind, andere Tiere, mit denen Experimente gemacht wird, bricht in dieses Labor ein und sieht diesen Hund. Ganz toller, ich glaube, ein Berner Sennen ist das. Da steht ein Max und dann befreien die diesen Hund und der Hund läuft dann weg. Aber er kommt auch immer wieder und dann passt sie auf ihn auf. Was sie aber nicht weiß ist, und das ist das Kitschige an dem Film, weswegen er wahrscheinlich auch nicht so berühmt wurde. Bischof ist übrigens, der von Alien ist, der Professor. Lance Henriksen. Das ist ein genetisch veränderter Hund. Den haben die gemischt mit Jaguar-Genen, Chamäleon-Genen und all so ein Scheiß. Nee, Chamäleon, klar. Ja, hat aber kann er sich auch tarnen und so ein Scheiß. Ja, ne? Ja, ja, kann ja, okay, er. Das ist abgefahren. Und dieser Hund hat eine Hyperintelligenz. Der kommt dann zu dieser Frau und sie also passt sie auf ihn auf. Hat Einstein auch noch gekreuzt oder was? Und dieser Hund, du kriegst später so einen Schiss vor ihm, weil eigentlich ist der lieb, aber er erkennt sofort, wenn jemand dieser Frau, der ihn befreit hat, etwas will, dann macht er den platt. Dieser Liebhaber der Reporterin, das gefällt ihm dann nicht, dann beißt er mal eben schnell die Drähte durch. Und dann ist diese Szene, ich weiß, ich hab's schon so oft erwähnt, aber das ist meine Lieblingsszene. Der Nachbarsjunge will dann immer mit Max spielen und Max ist ein lieber Hund. Und dann kommt da so eine Katze und die Katze haut ab und los Max, hol sie dir! Und dann rennt die Katze auf den Baum und so, los Max, hol sie dir! Und dann sind ja diese Jaguar-Genen und dann fällt da seine Krallen aus, geht den Baum hoch und schlingt die Katze runter und die Kinder. Das ist so ein geiler Film, der ist so cool. Ja, apropos Leute runterschlägen, kommen wir mal zu Jurassic Park. Warte. Das ist widerlich, Alter. Wir sind nur noch aus Schweiß und Gestank zusammengesetzt, wie echte Männer. Das ist aber eine Salzbrühe sondergleichen. Ja, du. Was wollte ich jetzt? Ah ja, genau, Jurassic Park. Jurassic Park? Ja, war natürlich eine Offenbarung damals. Also solche guten CGI-Effekte gab es bis zu diesem jetzigen, zu dem Zeitpunkt damals nicht. Das war so unfassbar echt, dass als ich war ja zu dem zum Zeitpunkt, witzigerweise steht da 93, aber der Film war ab 12 und ich war gerade 12. Genau, es kam ja gerade hin. Und ich durfte da rein. Und überall wurden... Das waren war so sogar zusammen da drin? Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube glaub, mit Vater, ne, oder? Nee, mit Vater eben nicht. Weil das, ich weiß noch, wir kamen nach Hause und Vater hat gefragt, na, wie war's? Und dann haben wir gesagt, nicht von der Wahrheit zu unterscheiden. Ja. Also von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Das stimmt auch. Ich finde das sogar heute noch, dass man das... Ja, doch, heute sehe ich das noch ein bisschen aber, anders. Aber die im Dunkeln liegenden Szenen, wenn der T-Rex über den Zaun kommt, man sieht, wenn es Computer, man sieht, wenn es... Aber ich fing damals schon an, auch solchen CGI-Effekten oder Effekten generell kritisch gegenüberzustehen, weil ich schon während des Films die ganze Zeit dachte, geile Effekte, bomb dich weg, aber wo ist die Story? Es gab keine Story, das ist nur so eine Überlebensstory gewesen. Nein, es war eine allgemeine Story, die hat einen ja eingefangen, deswegen dieses... Heutzutage ist das viel mehr Story, als andere Filme haben, das ist schon klar. Ja, ne? Gut, okay. Aber damals habe ich echt gedacht, so, okay, die kommen da auf die Insel, dann versuchen die da wegzulaufen und dann laufen die weg und die Viecher immer hinter denen her, wo ist die Story? Was ist das? Ja, was war gut. Das so, ne? Aber ein Film, der schauspielerisch gut war, Effekte, Wahnsinn, seiner Zeit weit vor raus. Und es ist ja auch noch nicht vorbei. Ich glaube, nächstes Jahr kommt Jurassic World, der offiziell vierte Teil von Jurassic Park. Der dritte ja schon so gut war. Der dritte war totaler der zweite. Borkmist. Nee, der zweite war noch gut. Der dritte war wirklich Spinosaurus, ne? Oder wie das Vieh Spinosaurus, hieß, ne? Der noch riesiger war. Was nie Sinn ergeben hat, weil da war so ein Megazaun, da bricht das Vieh mal eben so durch und da verschließen die so eine Tür hinter sich und da kommt der nicht durch. Ja, das war genau. Totaler ja, Mist. Genau, also so ein Mist habe ich noch nie mehr gesehen. Nee. Aber da hatte Steven Spielberg ja auch nicht seine Finger drin. Ich glaube auch nicht. Als Produzent oder so kann das sein, weiß ich nicht. Ich glaube gar nicht mehr und deswegen haben die auch nicht an den Film geglaubt und deswegen sahen die Effekte auch unheimlich schlecht aus. Tja, auf jeden Fall wird auch der Motherfucking T-Rex am Anfang schon fertig gemacht von diesem Kumpel. Ja, das Spiel, war ne? Auch also der letzte Beschiss. Naja, gut. Im ersten Teil war der T-Rex noch das Monster. Und da hatte man echt Schiss vor. Das und der war hat auch einen Anwalt gefressen. Das war ja, sehr nett von ihm. Der Punkt war ja, das war einer der allerersten, ja gut, will ich nicht sagen, ich weiß die 60er und 70er nicht, aber das war einer der wenigen Filme, wo man die Kinder wirklich aus dem Film schreiend rausziehen musste. Auch schon die über 10-Jährigen, weil die zwischen Fiktion und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden konnten. Musst du die schreiend rausziehen? Ja, kannst du die das wollten nicht? Wollten sich nicht das rausziehen lassen? Das haben sie geschrieben. Ja. Nein, es war doch so, dass ich weiß, was du meinst. Die haben später irgendwie Sicherheitsleute vor den Kinos postiert, die das genau nachgeguckt haben, weil da war Tumult, da war Panik. Das war so einer der wenigen Filme. Deswegen haben die bei mir auch so darauf geachtet. Und ich war ja gerade 12 zum Glück, deswegen kam ich rein. Aber es war Arschtitten. Also das und war eine, es waren Dinosaurier. Ich dabei. Glaube, es war bis zum heutigen... Das müssen wir noch mal erwähnen. Bis zum heutigen Tage der coolste Film, den ich jemals im Kino gesehen habe. Jetzt ohne Scheiß. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, bei mir war es Batman 1.
Batman 1. Naja, Alter, vielleicht geh ins Altersheim, du Penner. Ja, der Ringe 1 war so. So, ich habe hier jetzt noch, den letzten, den habe ich mir bis zum Schluss aufbewahrt, weil das ein Film ist, den du noch nicht gesehen hast und das immer wieder ganz lautstark erwähnst und der so cool ist. Und jetzt kann ich endlich mal jetzt kommt Open Range oder was? Ausführlich über ihn reden. Nein, der kommt aber bald. Okay. Nein, Laurenzos Öl. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ein wahrer Film. Klingt auch so ein bisschen wie ein Porno, aber erzähl mal. Ein wahrer Film mit Nick Nolte über einen Italiener und seine Frau Susan Sarandon, dessen Sohn auf einmal so komische Wandlungen durchmacht. Er wird aggressiv, kann sich irgendwann nicht mehr richtig artikulieren und es geht ja um eine Kinderkrankheit, die zu damaligen Zeitpunkt so war, die Kinder irgendwas passierte darin. Das Gehirn verfettete oder kriegte keinen Sauerstoff mehr, dadurch wurden die Kinder nur noch so und verreckten dann ganz elendig. Das war, weiß nicht mehr, wie es heißt. Eine sehr schöne Krankheit. Und diese Eltern, das waren die Erkältung, ja. Und die Eltern, das waren beides promovierte Menschen und die wollten sich damit nicht zufrieden geben, dass es keine Lösung gab. Und der Film ist nicht alt, der spielt, also das Original, das ist eine wahre Begebenheit, ist 80er oder so ein Scheiß gewesen. Wahnsinn. Und Lorenzo existierte wirklich und die wollten sich nicht damit zufrieden geben. Und die beiden haben sich in die Bibliothek gesetzt und haben gesagt, Bibliothek gesetzt und haben gesagt, wir müssen da jetzt einen Weg finden. Und die haben es geschafft, diese Säure, Caruca-Säure oder sowas, irgendwas hinzuzufügen und haben damit ein Mittel gegen diese Krankheit entdeckt. Und das ist der Film darüber. Klingt nicht spannend. Es sind knallharte Szenen drin. Da reden die mit so einem Pärchen, ja, unser Sohn ist ja auch so. Und die telefonieren und dann fährt die Kamera so rum und da liegt dieses Kind auf dem Bett so. Da kriegt man so ein Zittern. Das ist übel, das ist fies, das ist... Wann hast du denn das letzte Mal gesehen? Als du das letzte Mal warst? Das letzte Mal vor einem Jahr oder so. Aha. Und da ging's, wenn da so ein Kind liegt, und ich habe mich immer gefragt, wie haben die dem Kind das beigebracht? Pass mal auf, du liegst ja jetzt und röchelst und du hörst diese Geräusche. Das ist... da läuft dir eiskalten Rücken runter, das ist so fies. Und dauernd saugen die den Speichel ab und diese verdrehten Finger dann immer. Das werden die alle geheilt? Und das ist das Üble. Lorenzo... Der war zu der Zeit irgendwie 7, 8 Jahre alt. Sie haben den Film geschrieben. Der konnte gar nichts mehr am Schluss, wirklich gar nichts mehr. Und dann haben sie ihm dieses Öl gegeben. Und dann merken die, dass er blinzelte. Und dann haben sie eine Frage gestellt und er konnte sich bemerkbar machen. Am Schluss konnte Lorenzo wieder sehen, verstehen, sich mit seinen Händen begreifbar machen. Reden konnte er nie wieder. Und heute heißt er Mario Götze und ist Weltmeister. Danke. Nein, heute heißt er Mario Barth und macht Komödie. pass auf, das Gruselige ist ja noch, und ich habe da mal ein bisschen selber nachgeforscht, weil mich mal interessiert hat, weil als der Film gedreht wurde, war Lorenzo ja schon 20 oder so. Hm. Das heißt, da lebte er noch und hat seinen eigenen das Film... Das ist eher Klose. Seinen eigenen Film hat er auch noch gesehen. Dann habe ich aber gelesen, dass er 98 oder so aufgrund einer Lungenentzündung starb. Das fand ich schade. Ja, das hat sich ja gelohnt. Gut. Damit sind wir am Ende von 1993. Da möchtest du noch irgendwas Geistreiches dazu sagen? Das ist ja widerlich, Alter, ey. Jetzt bin ich voll geschwitzt mit einem Bauchschweiß. Ja, das hat ganz schön geklatscht. Tschüss. Ich muss mir dringend meine Brille wieder zusammenbauen. Da muss ich das nächste Mal wenigstens nichts sehen. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, Dreck. Heute hat auch eine neue Ära begonnen, insofern spüre ich die Hitze gar nicht. Denn Bex hat jetzt einen neuen Diggel.